Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu der zweiten Ausgabe von unserem WM-Hintergrundmagazin WOC Daily, wiederum aus Riga. Ja, und das Wochenende, das ist mit dem zweiten Platz und der Silbermedaille perfekt abgerundet worden. Was für eine Teamleistung an den ersten zwei WM-Tagen. Und vor wenigen Minuten sind die vier Läuferinnen und Läufer noch hier gestanden. Auf dem Podest haben sie die Flower Ceremony geniessen. Und jetzt wollen wir hören, wie es ihnen gelaufen ist bei ihren Läufen. Ich war wie immer eigentlich sehr nervös, aber auch noch gestern hatte ich recht Selbstvertrauen. Ich wusste, physisch bin ich zu Wege. Ich habe probiert, einfach meine Pöste anzulaufen und es ist mir eigentlich sehr gut gelungen. Ein paar Mal habe ich vielleicht noch nicht die ganz perfekte Routenwahl genommen, aber ich konnte wirklich meinen Lauf gut durchziehen. Manchmal bin ich wieder vorne, dann war wieder die Schwedin vorne, dann bin ich wieder vorne. Aber sehr kontrollierter Lauf, ich bin sehr zufrieden. Gut gestartet, hatte einen Schweden vor mir, konnte sein Tempo aufnehmen und meinen Job machen auf der Karte. Dann habe ich gemerkt, dass er bei der Arena-Passage ein bisschen wegzieht. Ich habe gemerkt, dass er ein bisschen stärker ist physisch, aber versucht dran zu bleiben. Und ja, gegen Schluss ist es sehr hart geworden. Er konnte eine kleine Lücke aufreißen, aber ja, ich konnte den Lauf ohne Fehler durchziehen. Ich denke sicher, dass die Nervosität ein bisschen zu behalten am Anfang, obwohl es für mich eine neue Disziplin war. Ich war hier eigentlich der Neuling im Team, aber ich konnte das sehr gut handeln, denke ich, am Start. Es war ein extrem toughes Rennen. Ich bin in einer Gruppe gestartet. Es ist immer schwierig, wenn man weiss, es geht eigentlich um Medaillen, weil es sind vier, fünf Läuferinnen, glaube ich, mit mir rausgegangen, losgelaufen. Ich habe probiert, wirklich von Anfang an auf das Tempo zu drücken, die zu distanzieren und das nachher herzubringen. Und es ist mir wirklich gelungen. Klar, gegen vorne hätte ich doch gehofft, dass ich vielleicht noch ein bisschen näher komme und vielleicht hoffe, dass die Schwedin noch einen Fehler macht. Aber ich glaube, schlussendlich habe ich alles gemacht, was heute möglich war. Nach der Goldmedaille der Europameisterschaft im Tessin sind sie jetzt also schon wieder auf dem Podest gestanden, die Schweizer. Und wir haben Judith wieder gefragt, wieso das in die Staffeldisziplin so liegt. Und auch Florian Howald äußert sich noch zu der Teamleistung. Für uns ist natürlich immer ein Teamwettkampf etwas Spezielles. Eine Staffel, wir genießen es, Staffeln zu laufen. Und gerade in dieser neuen Teamzusammensetzung hatten wir eine extrem gute Stimmung gehabt. Es hat gefeckt, dürfen sich darauf vorbereiten. Und für mich ist es immer etwas Spezielles, dürfen mit Athleten ins Ziel zu laufen. Und ich glaube, da geben alle noch mal ein bisschen mehr und kämpfen wirklich für die Medaille, die wir als Ziel hatten. Ich glaube, wir haben wirklich eine sehr grosse Breite. Gestern sind vier andere im Sprint gelaufen als jetzt heute. Beide, der Fabian und ich, hatten frische Beine gehabt. Ja, ebenfalls erfolgreich ist das Wochenende nicht nur hier in Riga, sondern auch in Arosa verlaufen. Dort hat nämlich am Freitag die Frau Bundesrätin Doris Leuthard das Bärenland eröffnet. Und Arosa ist unser Tourismuspartner von Swiss Orienteering. Und darum geniessen die Mitglieder auch 10% Eintritt ins Bärenland. Geht einfach auf swissorienteering.ch/partnerangebote. Dort gibt es viele Rabatte für euch, unter anderem 50% auf dem TCS oder eben die 10% für das Bärenland. Und Judith Wieder, die selber sehr gerne in Arosa ist, haben wir hier noch mit einer Grußbotschaft. Hallo zusammen, ich bin Judith Wieder, Orientierungsläuferin von Bern und genieße es immer wieder, auf Arosa zu kommen. Ich wünsche euch allen einen super Start und eine wunderschöne Eröffnung mit dem Bärenland und dem Bär ganz einen guten Start in seinem neuen Zuhause. Das war es aus Riga. Morgen ist ein Ruhetag und dann sehen wir uns übermorgen wieder zu der Mitteldistanz aus Sigulda. Wir schließen die Sendung mit den schönsten Bildern. Viel Spass und allerseits eine gute Zeit.